Servus und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ich habe leider nicht so gut, ich sag mal, so viel gefarmt. Ich habe halt nur ein bisschen Geld gemacht, damit ich mir ein paar Sachen kaufen kann. Im Endeffekt ist es nur Formelverschwendung geworden. Leider Gottes, muss ich dazu sagen. Wir gucken auf jeden Fall jetzt erstmal, dass wir weiterkommen. Die Mine haben wir ja schon kaputt gemacht da vorne. Denn, ich sag mal, mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo noch eine andere Gelegenheit, irgendwie gut besser zu leveln. Ich meine, es ist klar, hier kriegst du natürlich für jedes besiegte Silberbastard 1000 Dingens. 1000 Kredits, also Kreditkarten. Am besten ist, glaube ich, so wie ich gesehen habe, wenn du Juwelen tauschst. So, Hundi, du kommst hier wieder rein, bitte. Denn wir sind jetzt auf C2. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Okay, was haben wir hier? Achso, was war die Kühlung wahrscheinlich hier, oder was? Das hier sieht sehr kühlmäßig aus. Nun gut, wir gehen weiter. Ohne. So, okay. Keine gute Idee, sich darin aufzuhalten. So, okay. Vielleicht lohnt es sich doch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen weitermachen. Genau. Das hier. Diese Radarmine ist hartnäckiger, als ich dachte. Ja, diese blöde Mine hier, die ist echt nervig. So, wir gehen weiter und immer weiter. So, wir gehen in die C1 rein. Einfach, weiß ich nicht, weil ich denke, ja komm, gehen in C1 rein. Und ihr seht's, upsala. Na toll, wisst ihr? So. Wären wir jetzt normalerweise nicht da drüben gewesen, hier, da rechts, dann gäb's ein wenig heißen Hintern hier. Wie ihr sehen könnt, alles schön abgekühlt, mehr oder weniger abgekühlt, aua. Und es macht Schaden. Macht Schaden. Macht Schaden. So. Okay. Interessant. Gut. Was haben wir hier? Dort haben wir den Lampenschirm. Ist das ein Helm, glaube ich, ne? Oder? Ein Helm. Lampenschirm. Der 117 Verteidigung hat. Den nehme ich doch. Das ist klar. Hui. So, aber vorher... Ach, wir können ja kein Energieschild mehr machen, da wir ja keine Zutaten mehr dafür haben. Nicht so schlimm. Kommt vor. So. Okay. Machen wir das gleiche wie wieder, wie gerade eben. Gucken, dass wir hier Hundi den Schwanz schmachender macht. Da das Vieh ja nicht rauskommt, passt schon. So. Das heißt, ich darf... Nein. Da hoch bitte wieder. Ich darf mich wieder mit diesen Minen rumärgern, die mir zwar keinen Schaden machen, aber trotzdem nerven.
Und selbst so groß ist die Map hier halt auch nicht, dass es halt sagen kann, da. Gut. Da wären wir in den D-Trakt gekommen jetzt. Wo es nur nach rechts weitergeht. Nach unten geht es auch nicht weiter, ne? Das mit oben. Geht's auch nicht weiter. Okay. So, liebe Leute. Da haben wir nämlich wieder eine Mine. Und da hinten. Okay, kein Silberbastet. Aber warum nicht? Voll nicht getroffen. Was für eine Scheiße. Gut, dass Hunde... Alter, was war das denn gerade, bitte? Hundangriff Level 2 ist immer gut bei den Viechern hier. 888 Damage. Schön. So. D3. Also, D3. Und die kommt jetzt auch. Wir gehen hinunter. Und sehen... merkwürdige Ventilatoren. Okay. Wo sind wir denn ausgekommen jetzt hier? Dieser Lag ist echt komisch. Sehr, sehr komisch. So, gut. Okay, Access Code. Kontrollzentrum. Dreifarbig, ja, das war ja, ne? Das war grün. Und grüne und grüne. Nope, das bleibt aus, das Licht. Was haben wir hier? Die Lagerhalle, das geht an. Und das war's dann auch schon, glaube ich, ne? Oder? Weiß gerade gar nicht. Können wir noch irgendwas machen? Gut, einen kleinen Moment bitte. Ich muss da mal gerade was klären. So, willkommen zurück, meine Freunde. Ich habe ein bisschen rumprobiert an dem Farbterminal-Code-Dingens und habe dann rausgefunden, wow, wait a minute, was ist das denn? Da geht doch was auf. Gut. Das hier war jetzt grün, blau, blau, so wie ich es mitbekommen habe. Aber wir gehen jetzt erstmal da rein und schauen mal, was uns so erwartet. Ich bin ja selber mal gespannt, was das hier ist. Noch nie gehabt irgendwie. Okay. Hört sich interessant an. Ah, okay. Wir gucken mal. Irgendwie werden wir es schon hinkriegen, ja? Auch wenn wir nicht so viele Zeugs haben. Wir gucken mal. Irgendwas muss es ja hier geben. Sonst wäre das ja nicht so. Woo. Das wird ein wenig blöd. Lass mich doch heilen, verdammt.
Hundi erstmal wieder ein Brikett vor die Füße werfen. Okay. Okay, damit wäre dieser Typ tot. 2000 Creditkarten bekommen. Und ist wieder tot. Frisst Hündi. Das tut weh. So. Ja, guck mal. Okay. Warten wir mal, bis das Vieh wieder auftaucht, genau. Damit wäre der doch schon tot. Hat ja länger gedauert als erwartet. Zweimal 2000 Credit Card bekommen. Und ja. Wir bekommen noch 30 Plasma-Raketen. Ja. Das war's dann gewesen hier. Würde ich meinen. Würde sagen. Geben wir unseren grün-grün-grün-Code wieder ein und dann geht's los. Dann geht nämlich die Action wieder ab. So, hoppa. Grün, grün, grün. Achso, okay. In Ordnung. Gib den dreifachen Code. Ja, 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 ja. Grün. 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 Genau. Dieses welches ist so. Gut, meine Freunde. Weiter geht's nämlich. Zu, ja, da wo wir hin müssen, ne, würde ich sagen. So. Hoppsala. Level 32, das ist sehr schön. Joa. Kann man hier nochmal hoch? Ich glaube nicht, ne? Doch, doch, kann man, okay. Wir müssen nämlich, ne, ein bisschen darüber. Jetzt ist ein bisschen. Wow. 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 So. Guck mal. Das ist halt diese Minen sind so richtig doof und nervig und einfach nur blöd. Natürlich Mist, warum auch nicht, ne? Was soll der Scheiß bitte? Meine Güte. Meine Herren. So.
Okay, auf geht's. Mein Gott. Was ein Krampf, ganz ehrlich. Ja, unser Freund, der Silberbastard, mag uns nicht. Okay. Frühstellen für mich bitte. So, wir gehen weiter. Immer weiter. So. In den C4 hinein. Was? In den C4 rein? Was ist das für ein Deutsch bitte? Schauen wir mal, was uns erwartet. Gut. Das schaut schon mal gut aus. Das schaut aber nicht so gut aus, wie das jetzt hier. Ist relativ nichts mehr an Eid, an Zeugs. Nun gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Secret of Evermore. Bis dahin, euer Nighty Zockt.